Mango-Spargelpfanne. What? Was ist denn das? Mango-Spargel und Hähnchenfleisch aus einer Pfanne. Mega exotisch, mega lecker. Wenn du Bock hast, mal auf ein anderes Spargelgericht, dann mach diese Mango-Spargelpfanne. Wow! Heute gibt es was richtig Leckeres, Exotisches. Es ist immer noch Spargelzeit da draußen. Von daher sind wir euch auf jeden Fall noch eigentlich ein Spargelrezept schuldig und wir machen heute was Exotisches. Bei uns gibt es heute Mango-Spargelpfanne. Das Ganze machen wir im Wok und wie das geht und welche Zutaten wir hierfür brauchen, die stehen auf dem Tisch. Und an Zutaten brauchen wir 250 Gramm weißer Spargel, 250 Gramm grüner Spargel, dann 400 Gramm Hähnchenbrust, eine halbe Mango, dann natürlich einen Wok und an weiteren Zutaten Sojasauce, Öl, Balsamico-Essig, Pfeffer, Salz, einen Teelöffel Speisestärke, ein bisschen Kokosnussmilch und 100 ml Gemüsebrühe. Wir müssen natürlich die Hähnchenbrust einfach salzen und pfeffern und dann geben wir nochmal einen Esslöffel Speisestärke dazu und mischen alles richtig schön miteinander durch, dass überall Gewürz dran ist und Speisestärke. Und dann kommt unser Wok auf den Wokaufsatz, Öl rein, heiß gemacht und dann braten wir unsere Hähnchenstückchen an. Wenn jetzt alles kross angebraten ist, dann kommt unser 100 ml Gemüsebrühe dazu, einen Schuss Balsamico-Essig und einen guten Schuss Sojasauce. Noch einmal alles miteinander verrühren und dann kommt eine halbe Dose Kokosnussmilch dazu. Dann lassen wir die richtig schön cremig werden und dann kommt auch schon unser Spargel dazu. Ich habe jetzt hier 250 Gramm weißen Spargel und 250 Gramm grünen Spargel und dann wird der vorher natürlich noch vorgekocht, weil wenn ihr den jetzt roh da rein tut, dann wird der nicht mehr gar und das andere ist einfach übergart. Von daher einfach nur in Salzwasser vorkochen, 10 Minuten, dann abschrecken und dann könnt ihr das einfach mit dazu tun. Und das Ganze darf jetzt bei mittlerer Hitze 10 Minuten vor sich hinkochen. Neun von unseren 10 Minuten sind um und jetzt fehlt natürlich noch eine Zutat. Die wohl geilste Zutat da drin neben dem Spargel ist die Mango. Ihr sagt, Spargel, Mango, kann das zusammenpassen? Ja, es passt zusammen und zwar wie die Faust aufs Auge. Die Mango darf natürlich nicht so lange mitgaren die ganze Zeit, von daher in der letzten Minute einfach mit dazu tun, ganz vorsichtig unterheben, damit sie nicht komplett zerfällt und dann tun wir sie jetzt rein, rühren es nochmal ganz vorsichtig unter und dann ist unser Gericht auch schon fertig. Jetzt ist sie fertig, Mango-Spargelpfanne, relativ schnell gemacht, relativ eigen im Geschmack. Aber mega, mega lecker. Also hier steckt ein richtig guter Duft hoch und jetzt ist es bereit zum Verkosten. Ich nehme jetzt einfach mal einen Löffel, wo einmal alles drauf ist. Fleisch, Mango und Spargel. Und ja, Achtung, heiß. Richtig, richtig lecker. Wenn du Bock hast auf ein anderes Spargelgericht, dann macht diese Mango-Spargelpfanne ganz einfach selber gemacht und ich bin mir sicher, du wirst es nicht bereuen. Schalte am Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt MG Barbecue. Also bis dann. Ciao.